zu einem ganz anderen Thema. Vor 100 Jahren, da endete der Erste Weltkrieg. Viele Spuren aus dieser Zeit gibt es allerdings nicht mehr. Eine der größten Kasernen Kölns, ja, die stand in Köln-Riehl, die Fischerkaserne von 1899. Ja, heute ist von ihr nicht mehr so viel übrig geblieben. Deshalb machen wir jetzt eine kleine Zeitreise, ungefähr 100 Jahre zurück und gehen auf Spurensuche. Es gefällt mir sehr gut hier. Wir exerzieren, schießen, turnen, bauen Brücken, sprengen. Kriegsbegeisterung spricht aus dieser Postkarte. Es ist 1914 und auch Köln stellt sich auf einen Krieg ein, der zum Ersten Weltkrieg werden sollte. Der Absender der Karte ist Kriegsfreiwilliger in der Rieler Kaserne. Aus dem Militärbau ist heute ein Gewerbehof geworden. Nur wenig erinnert noch an den preußischen Glanz. An ein paar Stellen leuchtet noch der rote Backstein, Zeuge der Kaiserzeit. Joachim Brockmeier ist in Riehl geboren. Die Geschichte der Kaserne ist seine Leidenschaft. Was mich also immer wieder begeistert ist, dass man von der Architektur her versucht hat, damals in dieser Zeit ein bisschen mehr Farbe hereinzubringen. Wenn man sich heute moderne Kasernenbauten anguckt, die sind quadratisch praktisch gut. Aber hier hat man also versucht, durch einige architektonische Details eben auch ein bisschen Leben mit hereinzubringen. Mit ihm gehen wir auf Spurensuche. Er kennt die wenigen Stellen, die hier noch historisch sind, wie die Reste des alten Stabsgebäudes. Auf der Postkarte sieht man also, dass dieses Haus vorher mit einem Turm ausgestattet war und einem Obergeschoss. Dieses Obergeschoss ist also im Krieg zerstört worden, ebenso auch der Turm. Und hier, wo der Turm war, war auch gleichzeitig die Wache gewesen, also der Eingang für die Soldaten, wie die das Gelände betreten konnten. In Friedenszeiten leben in Riehl rund 3500 Soldaten, im Krieg wesentlich mehr. Die jungen Männer kommen aus dem Rheinland, viele aus der Eifel, aus Jülich oder dem Bergischen Land. Soldaten, die im Kriegsverlauf vor allem in Belgien und Frankreich kämpfen. Köln war einfach ein großer Standort vor der Grenze gewesen. Und hier haben sich also viele, viele Soldaten versammelt, bevor sie eben in den Westfeldzug eingezogen wurden. Schießen üben sie auf den Wiesen direkt am Rheinufer. Die Soldaten mussten natürlich auch entsprechend trainieren, sodass es also eben hier die Mülheimer Heide gab, das Gelände zwischen der Boltensternstraße und dem Rhein, wo also eben Exerzierübungen möglich waren, aber eben auch 26 Schießstände eingerichtet wurden, sodass also eben die Soldaten auch entsprechende Schießübungen hier machen konnten. Joachim Brockmeier ist an der ehemaligen Reithalle angekommen. Heute riecht es hier nicht mehr nach Pferden, sondern nach Holz. Ein Zimmermann hat die Halle übernommen. Auf dem ehemaligen Reitplatz stehen heute Autos. Im alten Pferdestall arbeitet eine Werbeagentur. Nur die Eisenringe an der Wand erinnern noch daran, dass hier Soldaten ihre Pferde anbanden. Die Soldaten mussten natürlich auch essen, also gab es auch gleichzeitig ein sehr schönes Wirtschaftsgebäude direkt gegenüber. Natürlich mit Uhrturm. Früher hatte nicht jeder eine Armbanduhr gehabt, man musste also wissen, was die Zeit geschlagen hat. Und von daher gab es also dann gegenüber das Wirtschaftsgebäude, wo dann auch die Verpflegung eingenommen werden konnte. Höchste Zeit, den Krieg zu beenden, so war das Gefühl dann 1915. Aus dem Jahr stammt diese Postkarte aus der Rieler Kaserne. Nun ade, du mein lieb Heimatland, wann wird das wohl mal ein Ende nehmen? In ihre Kölner Kaserne kommen nur wenige Soldaten zurück. Für viele endet der Erste Weltkrieg in den Schlachtfeldern von Verdun. Ja, wirklich beeindruckende Bilder.